Ja, willkommen zur fünften Woche, wie Sie sehen. Was machen wir jetzt heute? Wir klären die Frage, was sind Wörter? Wollten Sie wahrscheinlich immer schon wissen. Ich hoffe, die Antwort ist nicht zu enttäuschend. Wir reden dann über zwei besondere Sorten von Wörtern. Das ist typisch LinguistInnen. Nicht? Da muss, wenn man jetzt einmal weiß, was ist ein Wort, dann kommt gleich, ja, aber es gibt mindestens noch zwei verschiedene Arten von Wörtern. Das lexikalische und das syntaktische Wort. Und dann klären wir die Frage, wozu brauchen wir überhaupt Wortklassen? Ich nenne das immer Wortklassen und nicht Wortarten, um das, was ich hier mache, davon abzusetzen, was Sie in der Schule gemacht haben, auch wenn am Ende dasselbe rauskommt. Da spricht man ja von Wortarten, ich sage eher Wortklassen, um terminologisch einmal neu anzufangen. Ist nicht so wichtig. Also am Ende ist es dasselbe. Und dann reden wir darüber, ob das jetzt Bedeutungsklassen sind. Sie kennen das. Hauptwörter bezeichnen Gegenstände, die du anfassen kannst oder irgendwie sowas. Können wir mal gucken, ob das stimmt. Wir reden dann über die Morphologie von bestimmten Wortklassen, also morphologische Generalisierungen über Wortklassen. Und Morphologie ist die Formenbildung, sage ich dann nochmal. Syntax, also die Satzlehre, stimmt nicht ganz, aber so ungefähr, spezifisch von Wortklassen. Und gucken uns dann einige wichtige an. Wir können hier nicht alle durchgehen, das wird ja auch dann übelst langweilig. Nämlich wir gucken uns zum Beispiel an Nomen, Verb, Präposition, Adverb. Und gucken wir mal. Zusätzliche Literatur, die Sie hinzuziehen können, das war das erste Linguistikbuch, was ich mir in meinem Studium gekauft habe, auf Empfehlung von Thomas Groß. Hallo Thomas. Und das hat mich sehr fasziniert, vor allem wegen der Wortartenlehre in diesem Buch. Die ist nämlich darauf basiert, das, was ich mache, nur es ist noch viel gründlicher als das, was in meinem Buch steht. Was hat das Ganze mit Bildungssprache und folglich dem Lehramt zu tun? Wie so oft gilt, einen direkten Einfluss von Wissen über Wortklassen auf bildungssprachliche Fähigkeiten, also wie gut können Sie im sprachlichen Ausdruck verdichten, explizieren und erinnern Sie sich vielleicht die Sachen aus der ersten Sitzung, da gibt es erstmal keinen, und das gilt wie so oft, es gibt keinen unmittelbaren, aber einen mittelbaren Einfluss. Wir haben über Sprachbetrachtung geredet in Woche 1 und da habe ich Ihnen gesagt, okay, wenn wir überlegen, wie sprechen wir, um die Sprache auf eine gewisse Weise zu kontrollieren und dann Bildungssprache zu sprechen, dann müssen wir die Formen beherrschen und dann aber darüber hinaus auch noch wissen, was die Funktion dieser Formen dann eigentlich ist in unserem sprachlichen Handeln. Und die Formen kann man nur systematisch Herr werden. Sie können nicht einfach anfangen und irgendwas über irgendwelche Wörter aussagen. Sie müssen das systematisch tun. Dann können Sie Generalisierungen ausdrücken. Und essentiell dafür sind Wortklassen. Dann können Sie nämlich sagen, für alle Nomina, für alle Substantive, für alle Verben gilt Doppelpunkt und dann kommt irgendeine Generalisierung über diese Wortklassen. Außerdem gibt es Normfragen, die einen Wortklassenbezug haben, zum Beispiel die Substantiv-Großschreibung. Kennen Sie, da müssen Sie, wenn Sie wissen wollen, was schreiben Sie denn positionsunabhängig im Satz, also nicht am Satzanfang, sondern überall groß, dann sind das die Substantive. Aber was sind denn Substantive? Und das geht bei Hund, Katze, Maus super, aber ich wünsche mir zu Weihnachten etwas Schönes. Schreibt mal Schönes jetzt groß oder klein? Es war eigentlich eine rhetorische Frage mit Zeit zum Nachdenken geben. Soll man groß schreiben? Habe ich immer Probleme mit, ich tue es, aber ich finde, da kann man drüber diskutieren, wird auch drüber diskutiert. Warum ist das ein Substantiv? Das müssen Sie ja irgendwie erklären können. Sie können ja nicht sagen, Hauptwörter schreibt man groß und dann sagen Sie irgendwie, schön ist ein Adjektiv, weil es ein Wie-Wort ist und dann soll es groß geschrieben werden, aber es ist doch gar kein Hauptwort, es ist doch ein Wie-Wort. Das müssen Sie irgendwie hinkriegen. Dann haben wir Nebensätze, die haben auch ganz viel mit bestimmten Wortarten zu tun, mit zum Beispiel Komplementierern oder bestimmten Arten von Pronomina. Das kriegen wir alles noch. In der Flexion gibt es charakteristische Problemfälle, zum Beispiel der Konjunktiv, der ist nur für Verben relevant und innerhalb der Verben nur für bestimmte Unterklassen der Verben, also vor allem für bestimmte Unterklassen und so weiter und so weiter. Das kriegen Sie alles nicht ohne Wortklassen hin. Und um Ihnen das so ein bisschen zu verdeutlichen, zeige ich Ihnen jetzt ein Beispiel aus Alles klar für die 7., 8. Klasse, wo der Gebrauch von Adjektiven geübt werden soll. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen sehen, lässt sich grafisch nicht anders lösen. Das ist hier so eine Wiederholungsaufgabe. Was kannst du schon? Das ist ja an sich sinnvoll, so macht man das.
Und die Anweisung ist, lies die Anzeige eines Veranstalters für Jugendreisen, das ist das hier, dieser Mückentext, überlege, wohin die Wörter aus der Randspalte, das sind die hier, das sind alles Adjektive, passen könnten und setze sie mit der richtigen Endung ein. Also zwei Sachen, such den richtigen Kontext für diese Adjektive und dann sollen die richtig in die richtige Form gesetzt werden. Und hier, jetzt unabhängig davon, was der Text ist, also traumhafte Reisen mit dem, Freunden. In der Natur der Alpen erwartet euch ein Freizeitprogramm etc. Und dann steht hier, unvergesslich, besten, bunt, spannend, atemberaubend, toll, gemütlich, riesig, beheizt, nächtlich, groß, interessant. So, das übt die Verwendung von Adjektiven und dann gibt es noch eine Zusatzübung. Ich komme am Ende der Sitzung darauf zurück, was mit dieser Aufgabe das Problem ist. Warum die eigentlich daneben geht. Ich weiß nicht, ob Sie das sofort sich zutrauen würden, sagen zu können, warum die Aufgabe eigentlich schwierig ist. Also nicht schwierig im Sinne von schwierig zu lösen ist sie ganz einfach, aber problematisch, sagen wir so. Das machen wir am Ende, nur so, damit Sie wissen, worauf Sie sich freuen können. Was sind jetzt Wörter? Wir reden ja immer über Ebenen in der Linguistik, also Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, das sind immer so die Ebenen in der Linguistik. Und auf diesen Ebenen gibt es jeweils verschiedene Einheiten. In der Phonologie gibt es die Segmente und die Silben, in der Morphologie gibt es die Wörter und die Wortbestandteile, in der Syntax gibt es dann die Wörter und so weiter. Und jetzt sehen wir, dass es eine Kombinatorik gibt, bestimmte Regeln der Kombinatorik von Wortbestandteilen und Wörtern. Ja? Also Staat können Sie mit es kombinieren und bilden die Form Staat es. Die wird nicht so ausgesprochen, die wird Staates ausgesprochen, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Türes geht nicht, wenn Sie sagen, natürlich nicht. Ja, aber das wollen wir ja gerade erklären, also wie das funktioniert. Warum kann man Staat mit es kombinieren und Tür nicht? Warum ist das nicht der Genitiv von Tür? Warum ist immer so ein sehr hoher Anspruch? Wir erklären einfach, wie die Dinge zusammenhängen, wenigstens das. Und dann auf einer nächsthöheren Ebene haben Sie halt auch wieder Wörter, wo wir dann gar nicht mehr in die Wortbestandteile reingucken müssen. Der Satz ist eine grammatische Einheit, geht. Die Satz ist eine grammatische Einheit, geht nicht. Das heißt, hier sehen wir, dass Wörter auf eine bestimmte Weise zusammengebaut werden. Und hier sehen wir, dass man diese Wörter, die dann da rauskommen, wiederum kombinieren kann, aber eben nur auf bestimmte Weisen. Und woran liegt das, dass die Satz nicht geht? Jetzt werden Sie sagen, ja, weil das Geschlecht falsch ist von Satz. Also das Genus, sagen Sie nie wieder hier in der Universität Geschlecht. Die haben kein Geschlecht, diese Wörter. Völlig absurde Vorstellung. Sagen Sie wenigstens grammatisches Geschlecht oder Genus. Genus ist eigentlich besser. Und das müssen wir ja auch irgendwie modellieren. Also wie kann man diese Dinger zusammensetzen? Und diese Dinger, das sind halt letztlich die Wörter. Vielmehr müssen wir das schon gar nicht mehr definitorisch zu sagen. Was wir aber uns auf jeden Fall klar machen müssen, ist die Antwort auf die Frage, haben Wörter eine Bedeutung? Und dann gucken wir uns mal so Sätze an wie, es wird schon wieder früh dunkel. Und es geht hier um die blauen Wörter, es wird. Was ist denn die Bedeutung von es? Also Bedeutung von Stuhl ist relativ klar. Mit Stuhl, damit meine ich so bestimmte Objekte, die bestimmte Eigenschaften haben. Da kann ich drauf zeigen, hier sind ein paar Stühle. Das ist noch ein Stuhl, das ist ein japanischer Stuhl, der sieht anders aus. Okay, ist trotzdem ein Stuhl irgendwie. Und es und wird, was haben die für eine Bedeutung? Natürlich sind die nicht, die haben eine Funktion in dem Satz, die sind nicht überflüssig. Genauso in Christine denkt, dass es bald regnen wird. Das ist und wird. Das ist die Bedeutung dieser Wörter. Die haben eine Funktion. Genauso wie hat und den. In Adriana hat gestern den Keller inspiziert. Und so weiter. Die blauen Wörter hier, das sind alles Funktionswörter. Die haben aber nicht im engeren Sinn eine Bedeutung. Die haben auch semantische Effekte, unbenommen, aber die haben keine, für sich keine Bedeutung. Das können Sie sich so verdeutlichen, wenn Sie den hören oder und oder sich. Haben Sie da eine Vorstellung dazu? Das ist genauso wie Sie bei Idee, Wolke, Tisch, Laufen eine bestimmte Vorstellung haben. Also ich nicht. Bei und, da brauche ich einen Kontext für. Da muss was dazu, das geht nur im Satz. Sonst macht das in meinem Gehirn nicht viel. Wenn wir jetzt uns angucken, auf welchen Ebenen spielen Wörter eine Rolle, dann ist das vor allem Morphologie und Syntax. Also jetzt Wörter, wie wir sie jetzt betrachten, sind im Grunde die, die wir in der Morphologie und Syntax beschreiben.
Und die Kombinatorik, wie ich eben schon angedeutet habe, für Wortbestandteile, das ist die Morphologie. Also, wir haben eben schon ein einfaches Beispiel gesehen, Staat und Staates. Hier kommt noch was dazu. Wenn Sie dieses Komparativ R mit Rot kombinieren, kriegen Sie zusätzlich Umlaut. Das müssen Sie in der Morphologie beschreiben, in der Lehre der Wortbeugung und Wortbildung, wenn Sie so wollen. Oder Sie haben einen Ablaut, da kombiniert sich, also heben können Sie haben, Sie können heb mit in kombinieren, kriegen Sie ein Infinitiv oder die erste, dritte Plural, Präsens, Indikativ, Aktiv. Hob können Sie jetzt nicht, Sie können nicht hoben sagen, das ist der falsche Stamm dafür. Gehoben geht und so weiter. So, und die Kombinatorik, für wenn die Wörter dann fertig gebildet sind, also fertig zusammengebaut sind, dann haben Sie da eben die Syntax. Aber beides beschäftigt sich mit Wörtern. Und das sind einfach die Einheiten, über die wir jetzt reden. Jetzt können Sie sagen, das war doch keine Definition von dem, was ein Wort ist. Was ist denn jetzt das wahre Wesen der Wörter? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also jedenfalls nicht so einfach. Das heißt, ist das jetzt eine zirkuläre oder völlig inhaltsleere Definition? Nein, denn wir haben das schon öfter gesehen, es gibt bestimmte Einheiten, für die bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie die hier oben erläuterten oder illustrierten, gelten. Und das sind einfach die Wörter. Die sind da. Ich könnte jetzt wieder einen Vergleich zur Physik machen, aber ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Wortbestandteile im Gegensatz zu vollständigen Wörtern sind nicht trennbar. Schauen Sie sich das an, hebt, ist völlig okay, da kombinieren Sie heb mit t und kriegen eine bestimmte Form, Tempus, Person und so weiter. Heb mit müht geht nicht, Sie können nicht einfach was dazwischen schieben. Also dieses t hängt an dem heb dran und da geht nichts dazwischen. Es gibt einen so einen schönen Grenzfall im Deutschen, da kommen wir noch drauf. Gehobenheit besteht aus 4 Bestandteilen, aber gehoben anspruchsvolle Heit oder sowas, das geht nicht. Also weil Sie Wörter nicht trennen können. Die Bestandteile dieser Wörter sind in der Syntax keine selbstständigen Einheiten mehr. Sie geht schnell heim, schnell geht sie heim. Das ist jetzt Syntax. Da schieben Sie durchaus gerne Wörter hin und her, aber das sind eben vollständige Wörter. So, wir reden jetzt also über den ersten Teil eigentlich, über wie setze ich die Wörter zusammen, wie ich sie dann am Ende halt auch kriege, in der Morphologie. Das führt direkt zu der Unterscheidung von Wort und Wortform. Die ist ganz einfach. Die ist ganz einfach. Schauen Sie sich das an. Der Tisch, den Tisch, dem Tische, des Tisches, die Tische, den Tischen. Und dann folgende möglichen syntaktischen Kontexte. Der ist voll hässlich, ich kaufe den nicht, wir speisten am des Bundespräsidenten, der Preis des ist eine Unverschämtheit, die kosten nur noch die Hälfte und mit den können wir nichts mehr anfangen. Hier oben, das haben wir jetzt eben schon gesehen, das sind halt Wörter, zusammengesetzt aus Wortbestandteilen, das ist Morphologie. Und das hier unten ist Syntax und Sie sehen, dass das nicht unabhängig voneinander ist, denn Sie können nur bestimmte Formen dieses Wortes hier jeweils in diese Lücken einsetzen. Also der Tisches ist voll hässlich geht nicht, weil die Form Tisches auf bestimmte Merkmale des Wortes hindeutet, zum Beispiel ein Genitiv, der geht in diesem Kontext hier nicht. Weil da der steht und so weiter und so weiter. Das geht dann nicht. Das heißt, das ist im Grunde, wie Morphologie und Syntax, zumindest hier jetzt Flexion und Syntax, zusammenhängen. Und Sie werden aber trotzdem sagen, dass alle diese Wörter hier, diese konkreten Wörter, diese verschiedenen Formen, alle zu einem Wort Tisch gehören. Sie wollen ja trotzdem noch an irgendeiner Stelle sagen, naja, die gehören alle zu dem Wort Tisch, das eine bestimmte Bedeutung hat. Und das Wort, das lexikalische Wort, ist eigentlich sozusagen die alle zusammen und diese konkreten Formen, die Sie dann in konkrete Kontexte syntaktisch einsetzen können, das ist die Wortform. Egal, ob die jetzt eine eigene Form hat im Sinne von, da hängt eine bestimmte Endung hinten dran. Die Dinger hier haben keine Endung, die sind aber trotzdem Nominativ und Akkusativ. Auch wenn wir dafür keine Endung haben bei dem Wort Tisch, bei den wenigsten Substantiven haben wir dafür eigentlich nur Endung. Müssen wir mal genau hingucken. Das ist jetzt im Grunde das Wort mit allen seinen Eigenschaften, die dann in der Syntax eine Rolle spielen, oft angezeigt durch bestimmte Endungen. Das ist Wort und Wortform. Und das wären jetzt die Definitionen. Eine Wortform ist eine in syntaktischen Strukturen auftretende und in diesen Strukturen nicht weiter zu unterteilende Einheit. Jo, okay, das ist jetzt das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht.
Sie sehen aber, dass Sie, wenn Sie diese Definition isoliert betrachten, haben Sie da nicht viel von. Die ist jetzt auch noch verkürzt. Und das lexikalische Wort ist eine Repräsentation von paradigmatisch zusammengehörenden Wortformen. Jetzt habe ich noch gar nicht über das Paradigma geredet, tue ich auch nicht. Für das lexikalische Wort sind die Werte nur für diejenigen Merkmale spezifiziert, die in allen Wortformen des Paradigmas dieselben Werte haben. Hä? Sehen Sie, die Definition alleine bringt Ihnen gar nichts. Nur deshalb ist die hier auf dieser Folie. Nicht um Ihnen zu sagen, die ist Blödsinn, sondern die bringt Ihnen nichts, wenn Sie nicht eigentlich schon verstanden haben, was das ist. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was Sie vorher aus den ganzen Beispielen und dem Text, der da steht, gelernt haben. So, die Methode, die wir jetzt anwenden, um Wortklassen zu machen. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich das morphologische und syntaktische Verhalten von ganzen Klassen beschreiben. Nicht nur für jedes Wort einzeln. Tisch und Staat sind sich morphologisch und syntaktisch verdammt ähnlich in vielen Punkten. Wir wollen das irgendwie sozusagen mit großen Generalisierungen beschreiben. Wie geht das jetzt? Wie definieren wir Wortklassen? Und da kennen Sie das hier. Sie kennen das Dingwort oder sowas Ähnliches, das Tu-Wort oder Tun-Wort, Tätigkeitswort auch, Wie-Wort oder Eigenschaftswort, das Umstandswort und dazu dann die passenden Vermittlungsversuche. Die suggerieren ja was ganz Bestimmtes bezüglich der meisten von diesen Wörtern. Da gehört dann sowas dazu. Dingwörter kann man anfassen, habe ich gehört, also das habe ich mir nicht ausgedacht. Und da gilt natürlich, weil das ist nicht nur das, was damit gemeint ist, ist falsch. Damit gemeint ist, die ontologischen Referenten von Substantiven sind konkret. Das ist auch falsch. Aber Wörter kann man prinzipiell nicht anfassen. Und versuchen Sie es mal mit dem hier, mit die ontologischen Referenten von Substantiven sind konkret. Machen Sie mal das Experiment und warten Sie auf die Anrufe von den Eltern. Also ich rede von der ersten Klasse. Das Wie-Wort, das wird ja dann so operationalisiert. Man fragt, wie ist die Kanzlerin? Katatonisch, also ist katatonisch ein Wie-Wort, also ein Adjektiv. Das schauen wir uns noch an. Das Tu-Wort, das kann man so erfragen mit was macht oder tut Johanna laufen. Das Umstandswort, da geht es ja um die Umstände, die beschrieben werden, wie, wo oder warum schläft Johanna, wie schläft sie ruhig. Oder ist das jetzt ein Wie-Wort? Blöd, ne? Ja, wieso sollen wir das auch nicht so machen? Anfassen, fassen Sie mal Wolken an, Ideen, Steckdosen oder Rasierklingen oder empfehlen Sie das den Kindern? Ich bin ja Hobby-Elektroniker, ich habe als Kind auch schon angefangen mit genau dieser Übung. Ich hab's überlebt und habe jetzt ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein in meinem Hobby, weil ich weiß, wie sich's anfühlt. Das können Sie ja nicht bringen, ne? Also hier sind mehrere Sachen drin. Es gibt halt Dinge, die können Sie nicht anfassen, weil Sie nicht drankommen. Oder es gibt Dinge, die können Sie prinzipiell nicht anfassen, weil die ontologisch von der falschen Kategorie sind, wie Ideen. Und es gibt Sachen, die sollten Sie einfach nicht anfassen, wie zum Beispiel offene Steckdosen oder Rasierklingen. Die Kanzlerin ist ehemalig. Wie ist sie? Ehemalig. Geht nicht. Können Sie nicht. Ehemalig ist ein Adjektiv. Können Sie aber nicht mit wie erfragen. Ist das dann keins? Was macht Johanna? Hausaufgaben. Können Sie mit was macht erfragen, ist aber ein Dingwort. Komisch, ne? Kann man auch nicht anfassen, die Hausaufgaben, nicht so richtig. Was tut Johanna? Versuchen wir es mal so. Sie tut verlaufen, sie tut sich verlaufen, sie tut unterliegen. Geht alles nicht. Außerdem kriegen Sie, wenn Sie mit Tuten arbeiten, noch das Problem, wenn Sie in einem Dialektgebiet sind, wo in der Standardsprache Sie den Kindern eigentlich also nicht austreiben wollen, aber klar machen wollen, man sagt eben nicht, sie tut Hausaufgaben machen, dann kriegen Sie mit der Frage auch noch den superschönen Effekt, dass Sie das eigentlich noch zementieren. Tut, tut. Was macht oder tut das Joghurt verschimmeln? Verschimmeln ist irgendwie schon ein Verb, aber das Joghurt tut das nicht. Im Gegenteil, das ist nicht mal ein Widerfahrnis, würde ich sagen. Das ist einfach ein Vorgang, der mit dem Joghurt passiert, aber das tut ja nichts dabei oder macht nichts. Also das funktioniert vorne und hinten nicht. Und ich zeige Ihnen gleich diese Adjektivaufgabe, was das für Auswirkungen hat. Jetzt können Sie aber auch, wie schläft Johanna? Erstaunlicherweise ist auch ein Adverb. Ganz erstaunlicherweise ist das auch ein Adverb. Das sagt Ihnen aber nicht, wie, wo oder warum irgendjemand etwas tut oder irgendetwas der Fall ist. Das ist alles Mumpitz.
Jetzt könnten wir auch doch ein paar neue, wenn das mit nach Bedeutungen geht. Denn Sie merken ja, diese Worte wie Dingwort und Tuwort, das geht irgendwie, das zielt auf die Bedeutungen ab. Und das ist auf einer Ebene drüber. Wenn Sie theoretische und empirische Linguistik machen und sich das kognitiv angucken, dann ist da plötzlich wieder was dran. Aber auf einer Ebene, die ist viel zu kompliziert, um in der Grundschule oder irgendwo in der Schule irgendwas damit anfangen zu können. Ich könnte Ihnen aber jetzt ein paar neue Wortklassen vorschlagen. Wenn wir haben wie, wo, warum, und das sind die Umstandswörter, warum sind das eigentlich nicht drei Wortarten? Es bedeutet doch alles was Unterschiedliches. Wegen des Regens und im Regen, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Arten von Bedeutung. Das eine gibt Ihnen Grund an, das andere einen Ort. Warum sind das nicht drei Wortarten, wenn man Wortarten nach Bedeutungsklassen einteilt? Oder wir könnten die Bewegungsverben, laufen, springen, fahren, von den Zustandsverben, duften, wohnen, liegen unterscheiden. Warum denn nicht? Das sind klar unterscheidbare Bedeutungsklassen. Und warum sind die keine zwei Wortarten? Und an anderer Stelle sagen wir, auf Basis von irgendwelchen Bedeutungseigenschaften machen wir zwei Wortarten draus. Das kann ich Ihnen sagen, weil die Dinger hier gleich flektieren. Ja, super, aber dann ist die Bedeutung nicht der Punkt. Wir könnten die konkreter, wie Haus, Buch, Blume, Stier, von den abstrakter, Konzept, Glaube, Wunder, Kausalität trennen. Warum eigentlich nicht? Die kann man ja anfassen hier. Also beim Stier würde ich mir das gut überlegen, aber die kann man ja anfassen. Konzept, Glaube, Wunder, Kausalität kann man alle nicht anfassen. Eigentlich, wenn Sie das Dingwort einführen, dann haben Sie die schon voneinander getrennt, obwohl Sie es eigentlich nicht wollten. Wir könnten die Zählsubstantive, Kumquat, Student in Mikrobe, Kneipe, von den Stoffsubstantiven, Wasser, Wein, Zement, Mehl trennen. Das ist so ein Forschungsgebiet auch von mir, der Unterschied zwischen diesen beiden Sorten Substantiven. Sie müssen jetzt nicht unbedingt wissen, was Zähl- und Stoffsubstantive sind. Vielleicht sehen Sie das ja schon, worum es hier geht. Könnten wir alles machen. Ja, machen wir aber nicht. Warum? Weil Wortklassen nur um ganz viele Ecken dann irgendwann was mit Bedeutungen zu tun haben und dann auch nur ganz bestimmte Wortklassen. So, wie geht das jetzt richtig? Das ist ja wieder der Fall, jetzt hat er gesagt, was alles wieder nicht geht und jetzt gucken wir mal, wie es richtig geht oder wie es so geht, dass wenigstens am Ende was rauskommt, was man nachvollziehen kann. Morphologische Klassifikation ist eine Möglichkeit. Ich pfeife, du pfeifst, die Schiedsrichterin pfeift. So, dreimal Formen des Verbs pfeifen. Ich schlafe, du schläfst, die Schiedsrichterin schläft. Drei Formen des Verbs schlafen. Die bilden sich hier doch eigentlich ziemlich ähnlich mit ö, st und t. Ja, hier ist irgendwie Umlaut mit drin, aber bilden ihre Formen relativ ähnlich. Der Berg des Berges, die Berge. Der Mensch des Menschen, die Menschen. Der Staat des Staates, die Staaten. Das sind jetzt drei Formen jeweils von einem sogenannten Substantiv. Die bilden ihre Formen so ein bisschen unterschiedlich. Da reden wir noch drüber übernächste Woche, glaube ich, wie die ihre Formen bilden. Das Wichtige ist aber, die bilden alle diese drei Formen. Die bilden alle, was haben wir denn hier? Nominativ, Singular, Genitiv, Singular und ein Plural, Nominativ, Akkusativ haben wir hier. Bilden die alle. Mit unterschiedlichen Endungen, ja, okay, Details kommen später. Genauso hier, da haben Sie hier zwar Umlaut, aber die drei Formen im, was haben wir, Präsens, Indikativ, erste, zweite und dritte Person, Singular, die bilden all diese Verben alle. Also diese Verben treten und diese Substantive treten alle in bestimmten Formen auf. Egal, wie das nun mit Endungen markiert wird. Und da Wörter, verschiedene Gruppen von Wörtern, bestimmte Merkmale und Formen eben haben oder nicht haben, können Sie des Vorhandenseins dieser Formen und Merkmale in bestimmte Klassen einteilen. Die, die zum Beispiel die erste, zweite, dritte Person Präsens bilden oder die, die ein Nominativ, Genitiv und ein Plural bilden oder sowas. Das heißt, Verben haben bestimmte Merkmale, nämlich sie haben Numerus, Person und Tempus. Und Substantive haben bestimmte Merkmale, Numerus, Genus, Personen. Jetzt gibt es eine Sache, auf die ich Sie hinweisen möchte. Und das ist was, was auch sehr wichtig ist. Das haben Sie eben schon gesehen, als ich über Wortarten geredet habe. Und dann habe ich geredet über etwas Schönes. Da müssen wir nochmal gucken, dass manchmal Wörter gleich aussehen und auch auf das, also auf dasselbe Wort eigentlich zurückgehen, aber zu verschiedenen Wortklassen gehören. Wir sind des Wanderns müde und wir wandern. Man will natürlich irgendwie schon sagen, dass die zusammengehören, aber eindeutig haben sie es hier mit einem Substantiv und hier mit einem Verb zu tun.
Das sehen Sie hier auch, weil das eine groß geschrieben wird. Das ist ja so eine Grille des Deutschen, dass wir positionsunabhängig Substantive groß schreiben. Das heißt, das sind nicht dieselben, lexikalisch gesehen dieselben Wörter. Es handelt sich um zwei verschiedene. Das sehen Sie daran, wandern, das großgeschriebene in Satz A hier oben, hat Numerus und Genus. Das ist ein Singular und ist ein Neutrum und bildet auch Kasusformen. Und dieses Wort wandern hier hat Numerus, Person und A, Tempus. Und das haben Substantive nicht. Das heißt, was hier passiert ist, ist natürlich, dass das Wort, das Verb, hat seine Wortklasse geändert. Da müssen Sie natürlich jeweils aufpassen. Also, dass Sie ein Wort nicht einfach nur, weil Sie sehen, wandern ist immer ein Verb. Nee, wandern kann eben auch ein Substantiv sein. Und das ist das Fiese an so Bedeutung, weil die Bedeutung ändert sich nicht wirklich. Aber wenn das Kind immer irgendwie nach der Bedeutung fragt, ja, bezeichnet eine Handlung. Ja, aber das Wandern ist eine Handlung. Weil jedes Verb im Infinitiv im Grunde ein Substantiv werden kann. Das ist einer der produktivsten Prozesse in der Wortbildung im Deutschen. Das war jetzt morphologische Klassifikation mit der Kleinigkeit, dass Sie eben aufpassen müssen, dass manchmal Wörter ihre Wortklasse eben auch ändern können, was Sie daran sehen, dass dann andere morphologische Eigenschaften vorliegen. Sie können auch syntaktisch klassifizieren. Sie können sich sowas angucken wie Alexandra spielt schnell und präzise, geht, aber nicht geht. Das zeigt dieses Sternchen übrigens an. Ich sage es nochmal, das zeigt immer an, ist ungrammatisch, geht nicht. Alexandra spielt schnell, obwohl präzise. Das geht nicht. Das heißt, zwischen schnell und präzise können Sie hier ein und haben, aber Sie können nicht obwohl haben. Sie können haben, Alexandra und Jennifer spielen eine gute Saison. Geht genauso wenig mit obwohl. Alexandra, obwohl Jennifer spielen eine gute Saison. Was wir aber mit obwohl machen können, ist sowas hier. Alexandra spielt herausragend, obwohl der Leistungsdruck hoch ist. Und wir haben, Alexandra spielt herausragend und der Leistungsdruck hoch ist. Geht nicht. Das heißt, hier können Sie obwohl nehmen, Sie können und aber nicht nehmen. Und anhand dieses Verhaltens, was natürlich nicht nur mit der Bedeutung zu tun hat, eigentlich gar nichts mit Bedeutung hier, können wir auch Wörter klassifizieren. Wörter lassen sich in Kategorien einordnen, je nachdem, in welchen syntaktischen Kontexten sie auftreten oder auftreten können, könnte man auch sagen. Und steht zum Beispiel zwischen zwei Adjektiven, obwohl leitet bestimmte Nebensätze ein und dann haben Sie es schon. Die machen was völlig Unterschiedliches. Das eine ist eine Konjunktion, die steht zwischen zwei gleichartigen Satzteilen, ganz locker formuliert. Komplementierer, wie obwohl, stehen am Anfang ganz bestimmter Nebensätze. Ganz kurz, das sind zwei völlig verschiedene Sachen, wie ich gerade schon sagte. Deswegen ist es auch völlig, also mindestens mal ungeschickt, von Konjunktionen zu sprechen in beiden Fällen. Von bei- und unterordnenden Konjunktionen. Die machen doch was völlig anderes. Wie wir das dann konkret machen, das gehe ich, wie gesagt, jetzt gar nicht so im Detail durch. Das ist dann die Filtermethode, die habe ich ein bisschen übernommen und modifiziert aus diesem Buch von Ulrich Engel, dem ersten Linguistikbuch meines Studiums. Und da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück zu Kapitel 2. Da habe ich Ihnen ja gesagt, Kapitel 2 baue ich so da ein, wo es mal nötig wird. Wir können jetzt Kategorien, und Wortklassen sind nichts anderes als Kategorien, in die wir Wörter einsortieren, lexikalische Wörter, definieren über bestimmte Merkmale und Werte. Wir können zum Beispiel fragen, hat das Wort generell ein Numerusmerkmal? Egal, ob das dann Singular oder Plural ist in einem konkreten syntaktischen Kontext. Hat es prinzipiell das oder nicht? Hat es ein Genusmerkmal? Ja oder nein? Substantive haben das, Verben nicht und Konjunktionen auch nicht. Und so weiter. Wir können immer wieder so Fragen stellen. Und dann kriegen wir sowas wie, okay, wir fangen mal an mit der Menge aller Wörter des Deutschen. Und dann stellen wir die Frage, haben die Wörter Numerus? Und dann kriegen wir eine Trennung. Nämlich für die wir Ja sagen, das sind die sogenannten Flektierbaren. Ich sage Ihnen gleich, warum das die Flektierbaren sind. Und Nein, das sind die Nicht-Flektierbaren. Dann haben wir schon den Wortschatz in zwei große Kategorien eingeteilt. Dann können wir bei diesen hier, bei den Flektierbaren, fragen, ob das finit flektiert, also sagen wir, ob es da Tempusformen gibt. Und wenn wir Ja sagen, haben wir es mit dem Verb zu tun. Wenn wir Nein sagen, haben wir es mit dem Nomen zu tun. Nomina, sage ich gleich noch was dazu, sind was anderes als Substantive. Und dann können wir bei den Nicht-Flektierbaren, können wir hier weitermachen. Wir können sagen, hat das nicht-flektierbare Wort Valenz und Kasusrektion? Ich sage Ihnen gleich, was das ist. Und die, für die das gilt, das sind die Präpositionen und
für die die Antwort Nein ist, das ist dann der Rest. Und da können wir dann hier nochmal weiter gucken, was wir mit denen machen. Und dann kriegen sie am Ende so einen schönen Entscheidungsbaum und den können sie durchgehen. Und dann kommen sie immer irgendwo an und dann sagt ihnen dieser Entscheidungsbaum, mit welcher Wortklasse sie es da gerade zu tun haben bei einem konkreten Wort. Da waren jetzt ein paar Begriffe drin, die wir noch klären müssen. Das mache ich jetzt. Wir haben das eben schon in diesem Schema gesehen, wo ich Ihnen angefangen habe, so einen Baum aufzubauen. Wir können Fragen haben, Wörter, Numerus. Tüte und Tüten, Singular und Plural, das ist ja Numerus. Ne? Einzahl und Mehrzahl. Baum und Bäume, Singular und Plural. Ich gehe, wir gehen, ist ein Verb. Hat ein Singular und Plural. Du gehst, ihr geht. Okay. Das sind jetzt die Wörter, die Numerus haben. Und das sollen die flektierbaren Wörter sein. Ist das jetzt einfach nur so willkürlich gesagt, naja, das passt halt, die haben zufällig alle Numerus? Gucken wir uns mal solche Wörter im Satzkontext an. Ein roter Apfel hängt am Baum oder rote Äpfel hängen am Baum. Hier ist auf jeden Fall das Wort Apfel im Singular und hier haben wir dann irgendwie ein Verb im Singular da hinten dran. Das ist ja nicht irgendwie zufällig. Das liegt ja daran, dass, so wie Sie es wahrscheinlich kennen, das Subjekt immer mit dem Verb oder dem Prädikat in Numerus übereinstimmen muss. Das heißt, dass die beide das Substantive und Verb Numerus haben, das liegt genau da dran. Dass wir diese Bedingung haben im Deutschen, dass die in Numerus übereinstimmen müssen. Genauso haben wir bei Äpfel, Plural, haben wir dann auch am Verb hängen, ein Plural. Das geht sogar noch weiter. Wir können sagen, ein muss Singular sein, weil Apfel Singular ist. Roter ist auch eine Singularform, weil Apfel Singular ist. Und genauso ist Rote eine Pluralform, weil Äpfel Plural ist. Das heißt, hier gibt es Beziehungen zwischen diesen Wörtern, die müssen immer irgendwie übereinstimmen bezüglich Numerus. Und deswegen sind genau das, alle Wortklassen, die Sie hier sehen, das sind im Wesentlichen die, die flektieren. Und deswegen ist Numerus ein tolles Kriterium, um Flektierbarkeit einzuführen, weil die halt eben dann in diesem Merkmal auch immer übereinstimmen müssen in einem Satz, in einer bestimmten Konfiguration, also Subjekt und Verb und dann hier innerhalb der Nominalgruppe. Als Kongruenzmerkmal, also Merkmal, das übereinstimmen muss in bestimmten Konfigurationen, ist Numerus in der Definition der flektierenden Wortklassen strukturell motiviert. Es gibt also einen Grund, dass ausgerechnet die Numerus haben, die flektierenden sind. Jetzt habe ich eben schon gesagt, Substantive sind was anderes als Nomina. Denn wenn Sie sich das hier mal angucken, die stärkste Gewichtheberin wurde Weltmeisterin, der stärkste Versuch war der zweite. Das höchste Gewicht wurde von Tatjana gerissen. Da haben Sie jetzt hier die blau und rot markierten. Das sind welche, die haben Numerus. Die haben alle eine Singular- und eine Pluralform irgendwie. Die haben auch alle Genus. Das haben Verben nicht. Weil Verben und das Subjekt nicht in Genus übereinstimmen, brauchen wir das auch nicht. Wenn Sie sich aber die Roten angucken, bei denen können Sie das Genus nicht ändern. Sie können nicht plötzlich von der Gewichtheberin sprechen im Sinne von Nominativ. Sie können nicht von das Versuch sprechen oder von die Gewicht. Diese Wörter hier vorne, die Artikel und die Adjektive, die sind aber relativ flexibel, was ihr Genus angeht. Das liegt daran, dass Sie mit diesen Wörtern hier den Substantiven im Genus übereinstimmen müssen. Substantive sind die Nomina, die ein festes Genus haben und alle anderen sogenannten Nomina, also Artikel, Pronomina und Adjektive, haben ein flexibles Genus. Die richten sich im Genus nach dem Substantiv. Wenn Sie Latein gemacht haben, kennen Sie wahrscheinlich diese Terminologie und wenn Sie das nicht gemacht haben, dann haben Sie wahrscheinlich gelernt, dass Substantive und Nomina dasselbe sind oder Sie haben nur einen der beiden Begriffe gelernt. Ich unterscheide das, weil es steht im Buch auch ausführlicher, weil man damit Generalisierungen und Differenzierungen erfassen kann. Ich habe ganz am Anfang Ihnen schon gesagt, wir reden nochmal gleich ausführlich über Adjektive. Müssen wir erstmal überlegen jetzt, um das dann später machen zu können, was Adjektive eigentlich genau sind. Gucken wir uns wieder Beispiele an. Gestern wurde kein großer Ball gespielt, gestern wurde der große Ball gespielt. Sie sehen hier jeweils im Singular modifizierend das Wort Ball, das Adjektiv groß. Im selben Kasus,
Fragt sie jetzt nicht, welcher Kasus das ist. Das heißt, eigentlich ist alles identisch. Numerus, Kasus, Person spielt jetzt hier keine Rolle. Sind identisch. Warum sind denn das zwei verschiedene Formen? Warum heißt das nicht der große Ball? Oder warum heißt es nicht kein großer Ball? Ist doch alles identisch. Alle Merkmale. Gucken wir uns an, gestern wurden keine großen Bälle gespielt, gestern wurden die großen Bälle gespielt, gestern wurden große Bälle gespielt. Was haben wir denn hier? Wir haben auch hier, gut, wir haben ja zweimal dieselbe Form, keine großen im Plural, keine großen Bälle, die großen Bälle. Und dann haben wir hier aber große Bälle. Auch da gilt, alles Plural, alles derselbe Kasus, alles identisch. Warum gibt es da zwei verschiedene Formen? Warum sage ich Ihnen jetzt noch nicht, oder ich sage Ihnen jetzt nicht, wie das zusammenhängt? Es hängt auf jeden Fall, die Form des Adjektivs hängt davon ab, welches Substantiv da steht, also welches Genus das hat und was davor steht. Und zwar auch, ob da nichts davor steht, im Sinne von kein Artikel oder Pronomen, so wie hier. Davon hängt die Flexion der Adjektive ab. Und das machen nur Adjektive so. Das machen nur Adjektive. Das heißt, wir kriegen am Ende so ein Formenraster, und das können wir dann auch schön wieder demontieren, weil wir brauchen nicht diese 48 Formen, das machen wir übernächste Woche. Das ist ein spezifisches Flexionsverhalten von Adjektiven. Und über dieses können wir Adjektive definieren. Das heißt, wir können sagen, okay, diese komische Formenübereinstimmung, die sich nach dem Substantiv und dem Artikel davor richtet, das ist das, was eben Adjektive definiert. Präpositionen, anderes Beispiel für eine Wortklasse. Ich zeige Ihnen nur so einige, wie gesagt. Präpositionen flektieren nicht in, an, unter, bei, mit und so weiter. Die haben ja keine Formen in dem Sinne. Es ist so wie und oder, die haben ja auch keine weiteren Formen, die haben immer dieselbe Form. Aber Präpositionen regieren zusätzlich noch Kasus. Mit dem kaputten Rasen ist nichts anzufangen. Mit, Sie haben hier die Präposition mit, und dann dem kaputten Rasen. Das ist ein Thema, das kennen Sie alle. Nach bestimmten Präpositionen kommen halt bestimmte Kasusformen. Und dann können Sie sich stundenlang darüber streiten, ob bei bestimmten Präpositionen, wie wegen oder so, ob da ein Dativ oder ein Genitiv kommt. Und ich hoffe, am Ende des Semesters werden Sie nur noch gähnen, wenn jemand davon anfängt, weil das eigentlich total unspannend ist. Aber hier angesichts des kaputten Rasens, angesichts möchte immer ein Genitiv, mit möchte immer ein Dativ und so weiter. Das sind Präpositionen. Und was Sie hier sehen, dass die einen bestimmten Kasus fordern, das nennt man Rektion. Das heißt, wenn ein Element, auch die Definition brauchen wir jetzt nicht abzulesen, es geht einfach darum, wenn Sie ein Element haben, was bei einem anderen Element, zum Beispiel also typischerweise im Satz, einen bestimmten Kasus oder bestimmte andere Merkmale fordert, ohne dieses Merkmal selber zu haben übrigens, dann nennt man das Rektion. Und Präpositionen sind genau die nicht flektierenden Wörter, die eine obligatorische sogenannte Nominalphrase, also sowas wie dem kaputten Rasen des kaputten Rasens, regieren. Das heißt, die bestimmen den Kasus von dem nominalen Ding, was da nach ihnen steht. Okay, das sind Präpositionen, ist doch ganz einfach. Müssen Sie nicht über Bedeutung reden, müssen Sie nicht über Verhältniswörter reden oder irgend sowas. Ja, meine Güte, Sie flektieren nicht und regieren Kasus. Fertig. Und das ist auch das Wichtige an den Dingern, dass man kapiert, dass die immer einen bestimmten Kasus fordern. Komplementierer, das sind jetzt die sogenannten unterordnenden Konjunktionen bei manchen. Schauen wir uns das nochmal schnell an. Ich glaube, dass dieser Nebensatz ein Verb enthält. Da haben Sie am Anfang den Komplementierer das oder eben die, wenn Sie es so unbedingt so haben wollen, die unterordnende Konjunktion das. Und am Ende von diesem Nebensatz steht ein Verb. Und zwar eins, was nach Tempus und Person flektiert ist. Ein sogenanntes finites Verb. Wir kommen auf diese Begriffe alle noch zurück. Finit und so. Und das haben Sie immer. Wenn Sie einen Komplementierer am Anfang eines Nebensatzes haben, steht das Verb ganz am Ende. Genauso wie in während. In diesem Nebensatz, während die Spielzeit läuft, steht am Ende des Nebensatzes, zählt jedes Tor. So sehen diese Art von Nebensätzen aus. Das haben Sie aber nicht bei zu laufen, so ein Zu-Infinitiv. Der ist grundsätzlich anders, deswegen ist zu kein Komplementierer, weil das hier nicht finit ist. Das ist gerade der Witz an Laufen, dass es ein Infinitiv ist. Wir reden in Woche 11 über Infinitive.
in der Syntax. Und obwohl kein Tor fiel, ja, also wenn Sie das so bauen, obwohl, ist ein Komplementierer, und dann steht das Verb am Ende von dem Nebensatz, aber es kommt kein Hauptsatz, dann ist das nicht selbstständig. Das heißt, es geht nicht, das können Sie so nicht einfach sagen. Sie können es vielleicht sagen, aber das ist dann nicht standardsprachlich. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn Sie das so sagen in bestimmten Kontexten, aber wir stellen fest, es ist nicht standardsprachlich und nicht schriftsprachlich. Das heißt, diese Nebensätze sind nicht unabhängig, sind nicht selbstständig. Das illustriert dieses Beispiel hier. Wir kriegen also für die Komplementierer den einfachen Merksatz, die leiten Nebensätze ein, mit Verb-Letztstellung, um genau zu sein. Und die Rede von den unterordnenden Konjunktionen ist komplett ungeschickt, wenn Sie sich angucken, was Konjunktionen sonst sind, die sogenannten Beiordnenden. Das steht im Buch, kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Wenn wir jetzt noch zu den Adverben kommen, Adverben sind ja auch immer so ein kritisches Ding, die flektieren ja auch nicht und die können im sogenannten Vorfeld stehen, auch das ist ein Begriff, auf den wir nochmal eingehen. Wir können fragen, was steht im unabhängigen Aussagesatz am Satzanfang? Und wenn ich Sie das jetzt fragen würde und wir hätten die Möglichkeit, dass Sie antworten, dann würden jetzt wahrscheinlich einige sagen Subjekte. Das Subjekt steht am Satzanfang, weil im deutschen Satz kommt immer das Subjekt, dann das Prädikat und dann die Objekte. Das ist komplett falsch, das ist nicht mal ansatzweise korrekt. Und ich sage Ihnen warum. Gestern hat der FCR Duisburg gewonnen. Was ist denn gestern? Das steht im sogenannten Vorfeld, das heißt, hier ist das finite Verb und davor steht gestern. Und gestern ist ein Wort, was nicht flektiert. Und es hat keine Kasusreaktion, also keine Präposition. Das heißt, wir können im Grunde hier jetzt sagen, ja, das ist ein Adverb. Das ist aber nicht das Subjekt. Das ist schön, nicht wie die Zeit vergeht. Wie lange gibt es den FCR Duisburg schon nicht mehr? Erfreulicherweise hat der FCR Duisburg gestern gewonnen. Das können Sie auch machen. Erfreulicherweise ist aber mitnichten das Subjekt, sondern nicht flektierendes Wort ohne Kasusreaktion, was vor dem finiten Verb steht. Könnte ein Adverb sein. Oben finden wir andere Beispiele. Auch ein Adverb, aus genau diesen drei Gründen. Nicht flektierendes Wort, hat keine Kasusreaktion, steht vor dem finiten Verb. Mit doch geht das nicht. Doch ist aber nicht das Ende der Saison. Also mit noch würde es gehen, noch ist aber nicht das Ende der Saison. Mit doch geht es nicht. Das heißt, doch ist kein Adverb, weil es diese Bedingungen nur teilweise erfüllt. Es ist ein nicht flektierendes Wort, es hat keine Kasusreaktion, damit ist es keine Präposition, aber es kann nicht in dieser Position stehen. Es kann nicht alleine vor dem finiten Verb in einem unabhängigen Aussagesatz stehen. So, dann haben wir schon die Adverben definiert. Mit und geht es übrigens auch nicht. Und ist die Saison zu Ende? Das könnte ein Fragesatz sein, aber das ist dann eine andere Struktur. Was doch kann, ist mitten im Satz da so alleine rumstehen. Das ist aber doch nicht das Ende der Saison. Ja, es ist halt kein Adverb, es ist irgendwie eine Partikel. Das heißt, das ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen Adverben und Partikeln, den Sie jetzt hier gesehen haben. Die Frage ist, können die im unabhängigen Aussagesatz alleine vor dem finiten Verb stehen, im sogenannten Vorfeld? So macht man das, so macht man Wortklassen. Ich zeige Ihnen jetzt einmal alle Wortklassen des Deutschen. Das können Sie wahrscheinlich jetzt da sowieso nicht erkennen. Das ist der Entscheidungsbaum im Buch für alle Wortklassen des Deutschen. Naja, wirklich für alle. Hier unten gibt es die Kategorie Rest. Heißt das, wir haben jetzt hier unseren Job noch nicht komplett gemacht? Heißt das, wir müssten da eigentlich noch weitermachen? Ich habe Ihnen letzte Woche versprochen, ich sage Ihnen, wie viele Wortklassen es gibt. Sind das jetzt wirklich hier diese 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sind das wirklich alle? Und was ist dann mit Rest? Wie viele Wortklassen gibt es denn jetzt verbindlich? Alle Wörter sind Wörter. Das heißt, alle Wörter gehören zu der Kategorie Wort. Jetzt könnte ich sagen, das heißt, es gibt eine Wortklasse, die Kategorie Wort. Es gibt exakt eine Wortklasse. Ich könnte auf der anderen Seite sagen, dass jedes Wort individuelle Eigenschaften hat. Das ist der Grund, warum es dieses Wort jeweils gibt. Wenn es keine individuellen Eigenschaften hätte, sondern genau das, exakt dieselben Eigenschaften wie 20 andere Wörter, dann wird es es nicht geben. Dann wird es von diesen 20 eigentlich wieder nur eins geben. Wir haben keinen Bedarf für Wörter, die sich exakt gleich verhalten und die gleiche Bedeutung haben, wenn sie denn eine haben, und die gleichen Funktionen. Und dann auch noch die gleiche Phonologie. Und dann, Moment mal, dann können wir die ja gar nicht mehr unterscheiden voneinander. Sehen Sie, das ist der Grund.
Das heißt, jedes Wort hat eine ganze Menge individueller Eigenschaften. Jetzt könnte ich sagen, es gibt genauso viele Wortklassen wie Wörter. Denn ich habe Ihnen eben gesagt, wir klassifizieren Wörter in Wortklassen, je nachdem, welche Eigenschaften sie haben. Morphologische und syntaktische Eigenschaften. Also wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, es gibt nur eine Wortklasse und es gibt so viele Wortklassen, wie es Wörter gibt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wozu brauchen wir die? Da komme ich an den Anfang zurück. Man sagt, die sind das Rüstzeug für die Morphologie und Syntax. Warum? Also die Grundvoraussetzung dafür, dass wir über Morphologie und Syntax sprechen. Weil sie uns es erlauben, über ganze Klassen von Wörtern generelle Aussagen zu machen. Ich habe zum Beispiel eben gesagt, wo das finite Verb steht im Nebensatz oder im unabhängigen Hauptsatz. Wie soll ich das denn tun, ohne das Wort Verb zu benutzen? Sehen Sie das? Also in dem Moment, wo ich was über diese riesigen Gruppen von Wörtern, wie Verben, Präpositionen, Nomina und dann Substantive, Adjektive, Artikel als Untergruppen der Nomina sagen will, muss ich irgendwie sagen, was die vereint. Also ich muss erstmal definitorisch klar machen, über die rede ich jetzt und dann rede ich über andere Eigenschaften, die noch haben. Das heißt, dafür brauchen wir eigentlich die Wortklassen. Und die sind dann so fein unterteilt, wie wir das jetzt gerade für unsere Beschreibung brauchen. In Ulrich Engels Buch, letzte Auflage von 2009, sind es, glaube ich, 27 Wortklassen. Das ist dreimal so viel wie in meinem Buch. Ja, weil der halt auch was ganz anderes damit vorhat. Nichts von beidem ist falsch oder richtig, sondern das ist halt erfüllt einen bestimmten Zweck. Und genauso viele Wortklassen gibt es, also genauso viele, nicht wie sie wollen, sondern wie sie brauchen für das, was sie vorhaben. Und Wortklassen sind auch nicht universell. Das, was wir im Deutschen Adjektive nennen, schönes Beispiel aus dem Japanischen, das müssen wir eigentlich auf zwei Wortklassen verteilen, die unterschiedlich sind und die aber auch beide Dinge tun, die deutsche Adjektive nicht tun. Also das passt überhaupt nicht aufeinander. Und wenn wir es ganz auf die Spitze treiben, können wir sagen, Wortklassen sind Artefakte unserer Theorien bzw. unserer Grammatik. Im Sinne von, die existieren nicht so wirklich in der Sprache, sondern das ist einfach ein bestimmtes Raster, was wir in den Wortschatz einziehen, weil wir den Wortschatz auf eine bestimmte Weise dann beschreiben wollen. Das sind Wortklassen. Die sind nicht quasi natürlich gegeben. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser Schulaufgabe zurück. Ich erinnere Sie daran, dass wir hier diese Aufgabe hatten, da müssen in diesen Lückentext Adjektive eingesetzt werden. Und zwar sind die Adjektive unvergesslich, besten, also eine Form von gut, bunt, spannend, atemberaubend, toll, gemütlich, riesig, beheizt, nächtlich, groß und interessant. Damit soll dann mit der Zusatzübung, die ist auf den Folien drauf, Sie können sich ja die Folien runterladen und sich das genau angucken, das exerziere ich jetzt hier nicht en Detail durch, diese Zusatzaufgabe, die setzt aber auch nur darauf auf. Da kommen jetzt nicht wirklich neue Adjektive ins Spiel. Was ist eigentlich daran ungeeignet, den Gebrauch von Adjektiven zu üben? Und Sie müssen bedenken, was das Kind schon kann, erst recht in der 7., 8. Klasse, ist der große Eimer oder das silberne iPhone oder sowas, kann das Kind alles schon sagen. Das müssen Sie nicht großartig üben. Das klappt. Das klappt schon viel früher als in der 7., 8. Überlegen Sie sich mal, wie alt man in der 7., 8. Klasse ist. Und dann fällt auf, dass bei dieser Übung, aus dem Grund, den ich den AutorInnen nur unterstellen kann, der aber wahrscheinlich sehr plausibel ist, Adjektive fehlen. Folgende Adjektiv, Klassen, und das sind nicht einzelne Adjektive, sondern ganze Unterklassen von Adjektiven, fehlen nahezu vollständig in dieser Aufgabe. Temporale, der gestrige Vorfall. Quantifizierende, und zwar relativ quantifizierende, die mit einem Zählsubstantiv auftreten, wie die zahlreichen Äpfel. Die quantifizierenden, die relativ quantifizieren, Sie sehen gleich auch die absolut quantifizieren, die mit dem Stoffsubstantiv auftreten, sowas wie reichlich Apfelmus. Die absolut quantifizierenden, wie die drei Bienen, drei dann hier. Die intentionalen, der ehemalige Präsident oder die fiktive Gestalt. Dann haben wir vorische Adjektive, die sind verdammt wichtig bei der Textgestaltung zum Beispiel, die obigen oder weiteren oder anderen Ausführungen. Die fehlen alle in dieser Aufgabe. Also es gibt eins, was
wahrscheinlich zu einer von diesen Klassen vielleicht gehört. Können Sie mal gucken, ob Sie finden, welches ich meine. Warum fehlen die? Also, weil die hier, Sie hier sehen, im Wesentlichen die sind, die nicht prädikativ verwendet werden können. Also, der Vorfall war gestrig. Die Äpfel sind zahlreich, das Apfelmus ist reichlich, die Bienen sind drei, der Präsident ist ehemalig, die Ausführungen sind obig. Geht alles nicht. Warum fehlen genau die? Warum fehlen exakt die? Und ich sage Ihnen gleich noch, warum das so gerade so kontraproduktiv ist, dass ausgerechnet die fehlen für das, was man eigentlich erreichen will. Der Wie-Wort-Test, mit dem wahrscheinlich ein Jahr vorher oder fünf Jahre vorher Adjektive als Klasse eingeführt wurden, basiert darauf, dass man die prädikativ verwenden kann. Denken Sie mal drüber nach. Wie ist, wir brauchen schon gar nicht weiterzureden, wie ist der Präsident? Sie müssen das so fragen, um dann mit ehemalig antworten zu können. Aber viele Adjektive, wie wir hier sehen, ganze Gruppen, sind nicht prädikativ verwendbar. Was mache ich denn jetzt? Ein klarer Fall. Dope! Denn ich habe mir selber ins Knie geschossen, indem ich Adjektive so definiert habe, dass ich über die interessanten Adjektive gar nicht mehr reden kann, weil ich die nicht mit wie erfragen kann. Und warum ist das jetzt so, warum ist das gerade hier in der 7., 8. Klasse so kritisch, dass so eine Aufgabe dann so in die Hose geht, wenn ich jetzt mal salopp sprechen darf? Ich habe Ihnen eben gesagt, der große Ball kann das Kind schon. Schauen Sie sich mal die Dinger an. Diese Adjektive, drei vielleicht nicht, aber gestrig, zahlreich, reichlich, ehemalig, fiktiv, obig, weiter, ander. Das sind genau die Kinder wahrscheinlich in der 8. Klasse freiwillig noch nicht so wirklich benutzen. Vielleicht wollen sie gerade die Verwendung dieser Adjektive üben und nicht die das Kind eh schon verwenden kann. Und dann benutzen sie nur noch die es eh schon kann, um es darauf zu dressieren, Adjektiv zu schreien, wenn es wie fragen kann. Es ist ein völlig nutzloses Wissen, wenn sie das nicht an irgendwas anschließen. Anschließend das Wissen über Adjektive, könnten wir daran anschließen, dass es eben die hier gibt, für die man dann spezielle Übungen aber entwickeln muss, wie man zum Beispiel diese sehr wichtigen vorischen Adjektive übt. Die verwendet man erstmal nicht freiwillig und dann kriegen sie irgendwann in der 10. Klasse, wenn es hart auf hart kommt oder im Studium, wirklich, also dann kriegen sie eventuell dann Texte, wo sowas nicht vernünftig verwendet wird. Also im Ernstfall dann gar nicht, weil es nie geübt wurde. Und damit haben sie sich schon in der ersten, oder wann auch immer man das macht, nicht in der ersten, aber in der Klasse selber in Fuß geschossen, wo sie das Wie-Wort eingeführt haben, wo sie eigentlich über Adjektive reden wollten. Blöd, ne? Ja. Wie machen Sie es denn richtig? Es gibt genug Werke für die Schule, wo es richtig geht. Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche reden wir über die zwei Sätze, die sehr spannenden Sätze. Das ist wegen der Spannendheit. Und die Vase ist voll ansichtlich reliefiert. Ich sage Ihnen dann noch, wo die herkommen, die Sätze. Wir reden darüber, was an denen interessant ist. Konkret wird es dann um Wortformen gehen, ihre Bestandteile und ihre Funktionen, also um Morphologie an sich. Wir werden über Umlaut und Ablaut reden und was die für Funktionen haben. Wir werden dann den Unterschied von Flexion und Wortbildung besprechen. Wir werden über die Funktion nominaler Kategorien reden. Ich werde Ihnen sagen, was Kasus ist. Und genauso werde ich Ihnen bei den verbalen Kategorien sagen, was Tempus ist. Dazu haben Sie ein bisschen viel zu lesen. Versuchen Sie einfach davon, wenn Sie sich die Zeit nehmen, so viel zu lesen, wie Sie wollen. Wichtig ist vor allem hier Kapitel 7. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank.